Thomas, erste Worte kurz Hallo. Nach dem späten Knockout. Wie konnte es passieren, dass ihr ausscheidet? Ja, gut. Ja, es ist extrem bitter, dass wir heute hier ein Gegentor kassieren, trotz dieser Performance. Wir haben ein engagiertes Spiel gemacht, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben von Anfang an mit den Fans im Rücken auch gedrückt. Vielleicht können wir uns den Vorwurf machen, dass wir vor dem Tor müssen wir vielleicht noch einen mehr machen. Aber ein Gegentor lag auf keinen Fall in der Luft. Wir haben gut verteidigt, wir hatten eine gute Restverteidigung, wir waren aktiv. Und dann haben sie kurz vor Schluss eine Situation. Natürlich, am Ende wird die wieder seziert werden. Und bei einem Gegentor sind immer wahrscheinlich Fehler passiert. Aber ja. Trainer meinte vorher, man wollte mehr über die Außen kommen. Ne? Ihr habt es ja auch probiert, hat nicht ganz funktioniert. Zentrum war viel dicht. Trotzdem mit Gefühl mit der zweiten Halbzeit war alles frischer, intensiver. Ja, wenn wir nur das Spiel heute nehmen, und darum geht es heute, das Ergebnis vom Hinspiel stand ja mit 0:1, müssen wir hier ganz klar verdient weiterkommen. Natürlich, wenn man das Spiel in Villarreal hinzuzieht, da können wir glücklich sein, nur 1:0 verloren zu haben. Aber dass dieses Spiel hier und heute 1:1 ausgeht, hat der Spielverlauf eigentlich nicht hergegeben, aber im Fußball stehen wir da und heute ist sehr, sehr schwierig. Also die Niederlage heute zu akzeptieren, Danke weiß ich auch nicht genau, was ich sagen soll. Gutes Sammeln, danke schön.